Ja, hallo und herzlich willkommen, Christian, bei 9to5. Schön, dass du heute zugeschaltet bist. Wir haben dich ja in der Intro schon vorgestellt. Ich würde ganz gerne einsteigen, indem ich dich frage, wie war denn deine Lebenssituation in 2015? Und dann kannst du uns vielleicht auf die Zeitreise von 2015 bis jetzt mitnehmen. Ja, also hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Also es ist ein bisschen ungewöhnlich, einfach mal im Podcast zu sein, den man ständig hört, sage ich mal. Und ja, wie war meine Situation im Jahr 2015? Das ist ja ungefähr 7 Jahre her. Und ich kann mich daran erinnern, das war so die stressigste Zeit meines Lebens, weil da hatte ich auf der einen Seite noch meinen Job. Also ich sage mal, einen Job also als, ich sag mal, Teammanager in einem Contact Center. Also das ist schon ein Job, wo man gut gefordert wird. Auf der anderen Seite hatte ich meine Oma. Also ich sag mal, ich war alleine verantwortlich für meine Oma und musste sie oder durfte sie pflegen bis dann bis zum Tod. Und das war halt schon die Zeit, wo sie sehr pflegebedürftig war. Und nebenbei hatte ich aber auch schon so ein, zwei Sachen. Ich sag mal, ihr sagt ja immer so schön, Zeit hasselt, nebenbei laufen. Und das war eine Zeit, wo ich wirklich gut zu tun hatte. Und ja, außer Schlafen war der Tag dann ruckzuck vorbei. Und ja, also es war eine sehr interessante Zeit und eine sehr, man kann ruhig sagen, stressige Zeit. Also hätte ich nicht gedacht. Okay. Du bist ja bei uns, läufst du ja jetzt in der Kategorie Serial Side Hustler. Also du bist ja jemand, der sowohl in der Reihe als auch parallel mehrere Side Hustles am Laufen hat. Das ist natürlich für uns eine tolle Situation, weil wir dich sozusagen später im Interview auch so ein bisschen melken können und mal ins Detail gehen bei den einzelnen Side Hustles. Aber du hast ja jetzt gerade beschrieben, dass du 2015 hattest du noch ein 9-to-5 und hast nebenbei schon deine Ja. ersten Sachen angefangen, ne? Jetzt bist du Genau. ja frugal finanziell frei. Das ist ja auch der Titel deines Blogs. Nicht die Domain deines Blogs, aber der Titel deines Blogs. Was hat dich denn zu der Entscheidung bewogen, dann ja dein 9-to-5 an den Nagel zu hängen und frugal finanziell frei zu leben? Ja, also im Grunde genommen war es ja so, mein Job war ja wirklich ein Herzensjob. Also wie man sich das vorstellen kann, also ich habe den Job geliebt, ich habe die Leute geliebt, aber irgendwie ist das dann doch so, wenn man, ich sag mal, 15 oder knapp 20 Jahre jeden Tag was Gleiches macht oder was Ähnliches macht, das macht dann nicht mehr zufrieden und dann sagt man, Mensch, wo gibt's was Neues oder wo kann ich was Neues finden? Und dann hatte ich das war Anfang 2021, hatte ich gedacht, schreibst du mal einen Artikel und schreibst mal so ein bisschen darüber, was habe ich in meinem Leben schon angespart, was sind so meine Nebeneinkünfte und wie lange würde ich eigentlich hinkommen, wenn ich jetzt einfach kündigen würde. Und dann habe ich für den Artikel recherchiert, habe dann schön in Excel das Ganze hochgerechnet und habe dann festgestellt, wenn ich sehr bescheiden weiterlebe, komme ich schon ganz schön weit. Also komme ich eigentlich bis zur Rente. Und das gab dann erstmal so einen Denkanstoß, nicht so, Mensch, da bist du sogar schon weiter, als du denkst. Also hätte ich damals nicht gedacht. Und ja, gleichzeitig war es natürlich dann auch so, ich sag mal, kurz danach bin ich dann, das war ein schweres Jahr, erkrankt an Corona, aber nicht so wie jeder normale, sage ich mal. Ich kam dann wirklich auf die Intensivstation. Zum Glück hatte ich jetzt nichts mit der Atmung, aber bei mir war der Kopf kaputt. Also im Grunde genommen hatte ich so Sinushirnvenenthrombosen oder wie das heißt. Also das war eine ganz krasse Geschichte. Und wenn man dann wirklich dann noch zusätzlich, ich sag mal, im Krankenhaus liegt und so einem gesagt wird, Mensch, Herr Bayer, Sie sind auf der Intensivstation, bleiben Sie mal lieber hier, es ist jetzt nicht ganz so, ja, ich sag mal, so lustig, dann denkt man wirklich übers Leben nach. Und ja, das alles zusammen, ich sag mal so, diese Gewissheit, dass ich ja mit meinem Geld eine Weile hinkomme oder mit meinen Einkommensströmen, dann, dass der Job über die Jahre, ich sag mal, ein bisschen abgeschwächt ist, also so nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Und die Erfahrung mit der Krankheit hat mich dann, ja, ich bin dann aus dem Krankenhaus rausgekommen und dann habe ich gesagt, pass auf, das ist ein guter Punkt. Erste, was du deinem Chef sagst, ich kündige. Was hat Ja. die, was hat, sorry, Proben. Mir war es gar nicht bewusst, dass du, jetzt will ich nicht gerade sagen, dem Sensemann von der Schippe gesprungen bist, aber es war schon, man hört Intensivstation und die Zeit, ja, ich meine, die Zeit, die man mit sich selbst dann verbringt und sich Gedanken macht. Aber ich wollte eine Frage stellen. Du hast ja gesagt, du hast schon sehr sparsam gelebt. Das heißt, du musstest dich gar nicht umstellen oder hat erst die Entscheidung, weg vom 9-to-5 zu gehen, dazu geführt, frugaler zu leben, sparsamer zu leben? Naja, ich sag mal so, ich bin ja viele Jahre hier, das ist so ein altes Bauerngehöft hier, mit Oma und Opa und Mutti haben wir hier gelebt und wir waren jetzt nicht großartig reich, sage ich mal. Und gleichzeitig war ich mir immer dessen bewusst, ich wohne hier ja quasi, also mit ein paar Abgaben bin ich mietfrei oder habe ich mietfrei gelebt
und habe aber mal so getan, als würde ich Miete zahlen. Also so sprich, ich musste keine zahlen, habe es aber getan und habe das dann mir quasi dann immer schon ja für mich selber auf ein anderes Konto überwiesen und dann blieb auch nicht so viel Geld über. Und ja, wenn du so aufwächst, ja, sag mal, bescheiden und sparsam zu leben, dann ist das irgendwann mal auch in dir drin und du weißt dann halt, dass vielleicht andere Sachen im Leben wichtiger sind als jetzt ein großes Auto oder eine goldene Uhr oder so. Und ja, ich glaube, ich wurde so schon sparsam erzogen. Mhm. Vielleicht können wir, weil wir jetzt gerade auch über Frugalismus sprechen, vielleicht können wir nochmal zur Einordnung, wir haben jetzt im Podcast schon so verschiedene, sag ich mal, Feiermodelle vorgestellt und verschiedene Frugalismus-Themen auch schon gehabt. Und nochmal zur Einordnung. Es gibt ja Coast Fire und du hast es jetzt frugal finanziell frei genannt. Mhm. Ist das im Prinzip nur eine deutsche Übersetzung dafür oder ist das ein komplett anderes Konzept? Also ich muss ehrlich gestehen, ich musste erstmal in der Vorbereitung zu dem Interview hier, musste ich erstmal nachlesen, was Coast Fire eigentlich ist. Das kannte ich noch gar nicht so in dieser Richtung. Ja. Aber, ich auch. Ja, super. Nee, aber ich habe dann mir das mal durchgelesen und habe gesagt, das ist schon, das kommt dem Ganzen schon recht nah. Also so schnell wie möglich einen großen, ich sag mal, finanziellen Bestand aufbauen. Und dann, ich sag mal, es ist ja so, dass Coast Fire, unterbrecht mich, wenn ich es falsch sage, dass man dann so ein bisschen in die Rente gleitet, dann, ich sag mal, vielleicht in dieser Zeit, wo man dann Fire ist, ja, durch die Zeit, die man gewinnt, vielleicht dann noch den ein oder anderen Einkommensstrom aufzubauen, dass man nach hinten raus, ich sag mal, ein gutes Leben hat. Also so habe ich das verstanden. Und genauso ist es auch bei mir. Ja. Also ich lebe gerne bescheiden. Also jetzt nicht arm, aber bescheiden. Und durch diese Bescheidenheit habe ich halt den Vorteil jetzt, dass ich keinen Arbeitgeber mehr brauche oder beziehungsweise, dass ich frei bin, ja. Also könnte gut hinpassen. Wir haben ja dieses Konzept des Fuck You Moneys, nicht? Also das war mein erster Gedanke, der dann kam bei Coast Fire. Ja. Wobei Coast Fire ist das, ja, wie du sagtest, das Gleiten in die, ja, wie nennt man das, in den Ruhestand oder in die, oder sich den Lebensabend so schön wie nur möglich gestalten zu können. Fuck You Money, also so unser Konzept oder das Konzept, was wir ja sehr oft oder oft in vielen Episoden vorgestellt haben, geht ja, ja, das ist so ein Zwischending, würde ich sogar sagen. Das ist ein Zwischending in dem Sinne, okay, man schafft sich damit Freiräume, gewisse Zeit, aber genauso wie du in die Situation versetzt zu werden, zu sagen, du, ich kündige einfach, aber sicherlich nicht mit dem Gedanken im Hinterkopf, den Rest deines Lebens damit zu überbrücken, weil dafür ist das Konzept Fuck You Money noch zu eng. Und Coast Fire, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist, ja, was nach Fuck You Money kommt. Also ich habe Christian, Christian 1. Ich habe Coast Fire immer so verstanden, aber weiß ich jetzt auch nicht, ob das stimmt, dass du sozusagen das Thema Altersvorsorge abarbeitest, dass du relativ früh an den Punkt kommst, wo du sozusagen theoretisch mit 65, 70 von diesem angesparten Kapital leben könntest und dadurch sozusagen für die, sagen wir mal, restlichen 30 Jahre oder so mehr Spielräume hast. Dass du also, du musst dann nicht mehr zwanghaft für Geld arbeiten gehen zum Beispiel. Genau. Also da spielen ja beide Konzepte ein wenig. Also ja, Fuck Your Money, wie auch jetzt, weil wie mal der Begriff Coast Fire, weil ich habe auch diese Brücke nicht schlagen können. Coast Fire hin zum Hineingleiten in... Aber im Prinzip hattest du ja auch... Gut, du hattest jetzt ein bisschen mehr als Fuck You Money, aber du hattest genug Geld, um Fuck You sagen zu können. Ja, also das ist... Also so hätte ich es zu meinem Arbeitgeber nicht gesagt. Dafür habe ich es nicht gemacht. Aber nein, es ist wirklich so... Wenn, das ist eine krasse Geschichte oder ein krasses Mindset, wenn du einen gewissen Kapitalbestand hast und auf Arbeit läuft es mal nicht so gut, das gibt's ja mal so einen Tag, aber wenn es eine längere Zeit nicht so gut läuft, dann denkst du dir auch dann, Mensch, wenn es jetzt sein muss, könnte ich jetzt auch sagen, ich gehe. Also das ist, ja, man kann es Fuck You Money nennen, sage ich jetzt mal, aber das ist auch schon für die Glaubenssätze oder fürs Denken eine ganz andere Richtung, wenn man einen gewissen Bestand hat. Also ich sage mal, wenn man so ein oder zwei Jahre komplett frei klarkommen könnte, ist das schon ja eine Sicherheit und gibt dann auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Also das habe ich gemerkt in den letzten Jahren, wo ich dann diesen Kapitalbestand hatte, wo ich sagte, es ist jetzt nicht mehr so schlimm, wenn ich gekündigt werde, dann ist man im Job auch etwas mutiger und wahrscheinlich sogar ein bisschen erfolgreicher, wenn man da auch ein paar Sachen ausspricht oder umsetzt, wo man vorher sagt, kann ich das machen? Also das hat eine ganz schöne Kraft, dieses Fuck You Money, ja, das stimmt, also positiv. Ja, das ist interessant, dass es gerade, du hast ja gesagt, in den letzten
7 Jahren kam dieser Gedanke auf. Aber ich finde mal interessant zu erfahren, wann du oder wann es dir klar war, dass du mit dem, was du aufgebaut hast, genau so ein Mindset entwickeln kannst, zu sagen, so, jetzt habe ich heraus, ziehe ich ja eine Sicherheit. Also du bist, lässt ja auch nicht alles sagen oder gefallen im Job, sondern trittst auch selbstbewusster auf. Wann ist dir das bewusst geworden? Oder wie stellt man sich sowas vor? Wann kommt zum Gedanke, ey Mann, ich bin an sich in einer recht komfortablen Situation. Wenn der mir blöd kommt, dann, dann sage ich, dann streiche ich die Segel und sage, du, okay, alles klar, ich bin nicht auf dich angewiesen. Ich glaube, das wird einem gar nicht so leicht bewusst, weil das ist ja auch so ein fließender Übergang. Man weiß ja immer nicht so, wann ist diese Grenze erreicht. Also richtig bewusst geworden ist es mir wirklich, wo ich dann mich mal hingesetzt habe mit diesem Blogbeitrag und mir einfach mal, ich sag mal, so eine theoretische Lebensplanung vorbereitet habe. Also im Grunde genommen, was habe ich an Kapital, was sind meine Nebeneinkünfte, was würde ich später als Rente kriegen, wie viel kann ich nebenbei verdienen, ohne dass ich mich verbiege, also irgendwas machen muss, was ich nicht mache. Und dann habe ich das durchgerechnet und dann kam so dieses, naja, wenn du jetzt wirklich bescheiden oder frugal lebst, also jetzt nicht zu sehr konsumierst, dann kann das sogar nach hinten raus klappen bis zum Lebensende. Klingt zwar jetzt übelst viel, aber wenn sich das jeder mal so durchrechnet, da werden einige Menschen erstaunt sein, wie lange man schon mit dem Geld hinkommt. Bloß viele rechnen sich das gar nicht durch oder machen gar nicht so diese Planung mal. Also und das, als ich das dann gesehen habe in Zahlen, Daten, Fakten, in einer Excel-Tabelle, habe ich gesagt, oh mein Gott, du bist schon ganz schön weit. Hätte ich nicht gedacht. Das ist auch interessant. Wir haben der Auslöser für unser Buch auch und war die Episode 100. Da haben wir den Rentenbescheid seziert und haben also wir haben sozusagen das Gegenteil gemacht von dem, was du gemacht hast. Aber deswegen komme ich jetzt auch gerade drauf. Aber es bedeutet eben, sich mal hinzusetzen und sich mal zu überlegen, was heißt das eigentlich hochgerechnet? Was bedeutet das für meine Lebensplanung? Und das ist ja sehr ernüchternd, wenn man das macht, weil da ja hinter diesen bürokratischen Begriffen versteckt sich dann oft eine sehr, sehr düstere Wirklichkeit. Und du hast es aber im Grunde genommen ja umgedreht und hast gesagt, okay, jetzt gucke ich aber mal, was ich mit dem, was ich habe, wie lange mir das reichen würde. Ja. Also vielleicht ist das auch ein guter Hinweis an die Zuhörer, sich tatsächlich mal hinzusetzen und zu gucken, was habe ich eigentlich alles so schon an Assets, an Kapital oder an Cashflows. Und vielleicht habe ich sogar schon Fuck You Money. Ja? Also vielleicht würde ich schon 6 bis 12 Monate überbrücken können. Vielleicht ist es aber auch mehr, wie auch immer. Aber das einfach mal zu machen, ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee. Ja, und ich habe jetzt schon einige wirklich kennengelernt, weil ich ja manche auch so ein bisschen finanziell, sage ich mal, berate oder unterstütze. Denen ist gar nicht bewusst, wie viel sie haben. Und dann sage ich ganz einfach, bevor du jetzt wartest bis zur Rente und dann vielleicht als Rentner, als 60 oder 70 oder 80-Jähriger, dann verbrate ich das Geld. Viele haben sogar schon das Geld, die einfach mal sagen können, ich mache jetzt in den Jahren eine Auszeit, um mich mal wiederzufinden, um mal wieder runterzukommen oder wie auch immer. Das ist vielen manchmal gar nicht bewusst, sag ich mal. Es muss ja nicht jetzt bis zur Rente sein, aber manchmal ist es auch wirklich so, dass du sagst, Mensch, das Kapital ist da und wenn ich davon, sag mal, 5% oder 10% verlebe, hab dafür aber 1 oder 2 Jahre mal komplett frei von allem. Perfekt. Super. Du hast ja eben jetzt schon das Stichwort gegeben, Nebeneinkünfte. Du hast deine ganzen Nebeneinkünfte auch gelistet. Da wollen wir jetzt auch einsteigen gerne, nämlich eigentlich zum Kerngeschäft jetzt kommen. Was sind deine Side-Hustles? Und vielleicht kannst du dir erstmal sozusagen die Hitparade deiner Side-Hustles uns präsentieren und dann können wir über die einzelnen Side-Hustles noch ein bisschen sprechen. Also die Side-Hustles selber oder die kompletten Nebeneinkünfte? Weil manche Einkünfte kommen ja aus Side-Hustles, die früher passiert sind, sage ich jetzt mal, oder aus Investitionen. Wie wollt ihr das am besten? Also alles würde ich sagen, außer Investitionen. Ja. Alles außer Investitionen. Ja, dann das ist gar nicht so komplex, weil sich das auch so ein bisschen zusammengestaucht hat. Ich denke mal, da kommen wir später dazu, weil ich auch viele Side-Hustles probiert habe, die eine Weile liefen und dann nicht mehr funktionierten. Ja. Aber so, ich sag mal so, die Haupteinkünfte, da bin ich ganz ehrlich, sind jetzt schon mittlerweile aus den Investitionen. Also ein großer Teil kommt über Dividende rein oder auch über Miete oder Pachten. Das hat sich über die Jahre so ergeben. Weil wenn du, ich sag mal, wie ich schon lange Zeit nebenbei immer was verdienst und Geld zurücklässt, musst du es irgendwie investieren. Also wenn du es nicht arbeiten lässt, dann machst du was nicht richtig. Und das, was jetzt noch fehlt, um, ich sag mal, über den Tag oder übers Jahr zu kommen, sind dann so diese klassischen Sachen. Also das, was ich damals angefangen habe beim Bloggen, das ist total verrückt. Ich habe ja damals gebloggt
und wollte ja damit gar kein Geld verdienen. Ich habe einfach gebloggt, weil ich bloggen wollte. Und irgendwann kam dann mal so diese Geschichte mit, du kannst einen Affiliate-Link reinsetzen und kannst Geld verdienen. Und dann hat das funktioniert. Das habe ich dann natürlich intensiviert. Also das wäre so ein Side-Hustle, der auch jetzt immer noch gut läuft. Klar ist Bloggen nicht mehr so wie früher, aber es ist halt sehr beständig, wenn Google dich erstmal aufgenommen hat. Dann ist es auch manchmal so, ich werde manchmal angeschrieben, dass ich bezahlte Texte schreibe, also da Texte für andere oder Texte auf meiner Webseite, das ist auch ein Nebeneinkommen, sage ich mal. Was ich auch gemacht habe, ich habe ein Buch geschrieben, also in Kooperation mit jemand anders, da geht es dann darum, wie du online oder mit Bloggen Geld verdienst, und wir hätten gar nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, aber wenn du so ein Buch schreibst, dann kommt dann doch jeden Monat, ich sag mal so, über den Daumen gepeilt, also wir teilen uns das ja um die 100 Euro rein, und 100 Euro im Monat sind auch 1200 Euro im Jahr, das ist natürlich auch eine Menge. Und ja, letztes Jahr habe ich angefangen mit YouTube. Das wurde mittlerweile monetarisiert. Das sind auch ein paar Euro jeden Monat. Also es läuft auch ganz gut, besser als ich dachte. Und dann habe ich noch, ich sag mal, einen guten Kumpel, so kann ich es dann nennen, führt ein Unternehmen, und ab und zu braucht er mal ein bisschen Unterstützung, ich sag mal, im Büro. Ganz einfach auf Zuruf. Und wenn ich habe ja 18 Jahre im Contact Center gearbeitet und habe den Leuten beigebracht, wie man, ich sag mal, effizient arbeitet im Büro oder wie man telefoniert oder E-Mail-Kommunikation, da unterstütze ich ihn dann auch, natürlich auch auf Bezahlbasis. Und der letzte Side-Hustle, den ich jetzt so ein bisschen gestartet habe, ist halt so diese, es klingt immer erst so ein bisschen vielleicht negativ, aber ich sage, wer will, kann von mir ein Finanzcoaching kriegen. Und das ist dann aber so ein persönliches, empathisches und nicht so ein Massencoaching. Also es sind so Einzelsessions mit ein bisschen Herz und mit ein bisschen Lachen, weil Geld ist kein ernstes Thema, wenn man es richtig anpackt. Und so diese, ich sag mal, 5 oder 6 Sachen, die ich gerade genannt habe, reichen dann aus, um das Geld zu bringen zu den Investitionen dazu, dass ich halt, ich sag mal, gut über die Runden komme. Nicht frei, aber dass ich über die Runden komme. Sehr interessant. 3 Fragen habe ich. Frage Nummer 1. Ja. Das Buch in Selbstauflage, habt ihr es über Amazon? Das haben wir richtig über Amazon gemacht. Also Selbstauflage. Aber das Verrückte an der Geschichte war, vielleicht auch ein Tipp an die Zuhörer, weil viele Menschen wollen ein Buch schreiben, aber irgendwie ist so diese Bürokratie da drumherum. Also wie verlege ich das, was muss ich beachten, wie kommt es zu Amazon, ist dazu, zu verrückt oder zu umfassend, habe ich mich nie mit beschäftigt. Ich hatte dann wirklich jemanden gefunden, das kam über eine Kooperation, und da haben wir uns entschieden, ich schreibe, er veröffentlicht, 50-50, und somit habe ich quasi nur das Buch geschrieben. Ich musste mich um nichts kümmern. Super gemacht. Also, okay. Das heißt, du monetarisierst deinen YouTube-Kanal, du hast schon mehr als 1000 Abonnenten, ist das richtig? Ja. Ja, okay. Das hat man mal kurz für all die da draußen vielleicht einen YouTube-Kanal aufmachen wollen und den monetarisieren wollen. Mindestens 1000 Abonnenten. Genau. Und die dritte Frage, dieses Finanzcoaching, sind Leute auf dich zugekommen, wollten sich coachen lassen oder hast du es andersrum, du hast es sofort angeboten, erst dann die Leute gekommen oder gefragt. Sind Leute auf dich zugekommen und du hast entdeckt, oh, da ist ein Markt dafür. Das heißt, ich werde dann auch dieses Coaching entsprechend bewerben oder anbieten? Das ist genauso verrückt wie mit den Bloggen. Also wenn du dich, ich sag mal, mit Investitionen beschäftigst und das über Jahre lang, kommen erstmal so typischerweise im Bekanntenkreis Leute und sagen, Mensch, kannst du mir mal helfen? Und dann wurde der Bekanntenkreis ein bisschen größer, dann schon Leute, die ich nicht mehr kannte. Und dann war es wirklich so, ich hatte den YouTube-Kanal gestartet und da geht es ja auch so um Finanzen, auch um meine Side-Hustles, meine frugale finanzielle Freiheit, wie ich über Runden komme und was ich so tue. Und da kommt dann doch ab und zu mal, kam jemand und Mensch, kannst du mir mal helfen oder hast einen Tipp und so. Und ja, das war die Anfrage so groß, da hatte ich dann mal aus Spaß gesagt, ich suche Testkandidaten für ein Coaching. Hab gedacht, meldet sich vielleicht mal einer oder so. Aber da haben sich dann doch schon 6, 7, 8 Kandidaten gemeldet. Ja, und die Coachings, die mache ich gerade, also diese, ich sag mal, Test-Coachings sind aber auch schon bezahlte Coachings. Und wenn dann in Zukunft jemand was haben möchte oder ein empathisches, persönliches Coaching, so nenne ich es also ich nenne es immer empathisches Coaching ohne Schlips. Also man muss nicht unbedingt als Coach einen Schlips tragen, sage ich mal. Und naja, es ist so. Und wenn dann jemand auf mich zukommt, dann kriegt er, aus meiner Sicht ein sehr gutes Coaching. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich davon leben muss, weil es soll ja auch Spaß machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in einer Woche 3 Coachings mache. Nein, das habe ich mitbekommen über die Zeit. Wenn du Dinge mit Spaß oder Freude machst, dann sind die nachhaltiger und bringen auch dem Gegenüber mehr. Ja. Wie hast du denn dabei diesen Sprung, diesen Spagat hinbekommen? Es kamen ja Freunde, Bekannte zu dir, die Fragen hatten. Ja. Und diesen Schritt hin zu einem
Bezahlsystem. Also wie kann man, was man vorher Bekannten und Freunde angeboten hat, wie schafft man diesen Schritt, daraus ein Coaching-Programm zu machen und dafür auch Geld zu nehmen? Also im Grunde genommen ist es wirklich so, eigentlich haben mich die Freunde, Bekannte oder die Fernbekannten darauf gebracht und nach dem Motto, Mensch, das war so gut, dafür hättest du eigentlich Geld verlangen können. Also wenn dieser Spruch kommt, dann hat man es eigentlich schon falsch gemacht, sage ich mal. Also das ist wirklich so. Hier ist mein PayPal. Ja, und dann habe ich wirklich immer so gesagt, Mensch, ja, kannst du mir ein bisschen was geben, wenn du magst und so. Und dann kam dann was. Und irgendwann war es dann aber auch so, dann manche Coachings sind ja dann wirklich über mehrere Stunden mit Vorbereitung. Dann gibt es auch eine Dokumentation im Nachhinein. Und da habe ich mir auch gesagt, Mensch, du redest hier vielleicht über Finanzen, Geld und Money Mindset, aber selber verlangst du eigentlich nichts, was deine Leistung, ich sag mal, gebührend entlohnt, sage ich mal. Nicht übertrieben, aber so wenigstens die Zeit und alles entlohnt ist. Und da habe ich gesagt, jetzt machst du einfach mal Nägel mit Köpfen. Dadurch, dass ich ja jetzt keinen Job mehr habe, ist auch ein bisschen Zeit. Und dann entwirft man halt, ich sag mal, so ein Coaching-Programm. Das ist ein Prozess über mehrere Monate, weil da hat man einmal die Inhalte, dann hat man, ich sag mal, die zum Beispiel, wie bezahlt man das Coaching, wie wird es bezahlt, die AGBs. Da sind so viele Sachen, die da dranhängen. Auch wenn das dann erstmal steht und wenn jetzt jemand kommt, kann ich sagen, pass auf, so läuft's ab. Es gibt dann auch schon offen, also ich verstecke dann die Preise nicht, da steht dann wirklich, was es dann kostet und so weiter, was drin ist. Und wenn sich's ergibt, ergibt sich's. Und dann ist es ein sehr angenehmer Side-Hustle, weil wenn ich was gerne mache, dann ist es wirklich, ja, das klingt zwar so ein bisschen doof, weil das vielleicht jeder sagt, aber den Menschen helfen und was beibringen und vielleicht vor den Fehlern, die ich früher gemacht habe, die mir auch Geld gekostet haben, die da vielleicht davor zu bewahren, sage ich mal. Das ist lustig, wir haben im Feierabendboss haben wir eine Idee auch, also eine von den 33 Ideen ist Cost-Cutting Consultant, haben wir das genannt. Ja. Und das geht wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung oder ist sogar das, was du machst. Wir hatten uns das so überlegt, es gibt viele Leute haben zum Beispiel irgendwelche Abos laufen, die sie gar nicht mehr nutzen. Viele Leute haben irgendwie so, nennen wir es mal Chaos in ihrer Finanzsituation und dann wäre es cool, wenn jemand käme und sagt, komm, hol mal alle Ordner raus. Wir gucken jetzt mal, machen mal so eine Ist-Analyse, was fließt hier eigentlich aus dem Portemonnaie alles raus aus der Haushaltskasse? Ja, das geht also, so ein bisschen in die Richtung, ne? Ja, genau so ist es. Also Kosten sparen, gucken, wo man investieren kann. Und wenn ich was festgestellt habe, das gilt vielleicht für Investieren, so genauso wie für die Side-Hustles, es fehlt immer so dieser erste Schritt zum Losgehen. Also es gibt so viele Leute, die wissen schon, was ETFs sind, die wissen schon theoretisch, wie man investiert oder wahrscheinlich im Side-Hustle, die wissen, wie man ein Business aufbaut, aber diesen ersten Schritt. Und wenn da jemand da ist, der sagt, pass auf, ich nehme dich an der Hand, ich begleite dich und bist nicht allein gelassen, ich glaube, das hilft unwahrscheinlich weiter. Also viele stehen so an dieser Schwelle und trauen sich im letzten Moment nicht und das ist so schade. Also sei es jetzt wirklich mit einem Business umzusetzen oder mit einer Investition. Okay. Du hast aber auch Side-Hustles, hast du ja auch erwähnt gehabt, die, naja, also die nicht so toll gelaufen sind. Ne? Und wir sagen ja immer, das ist ja auch, liegt in der Natur der Sache, weil ja. Das Tolle bei Side-Hustles ist ja auch, man kann sie eigentlich relativ risikoarm und geldarm einfach mal ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, ist man am Ende schlauer und hat ein Marktsignal bekommen oder merkt vielleicht, dass es auch einem selber gar nicht so gefällt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat vorher. Vielleicht kannst du mal über diese Projekte reden, die jetzt nicht so glorreich waren. Okay, also da fallen mir schon drei Sachen spontan ein, weil ich habe so viele Sachen mir schon probiert. Also ja, ich glaube, die Leute würden mich für verrückt halten, aber dann kommt man auch auf die Sachen, die dann auch Spaß machen und erfolgreich sind. Das erste, was ich probiert habe, was eigentlich relativ gut funktioniert hat und was vielleicht jemand anderes jetzt auch nachmachen kann, aber da hatte ich dann nicht das Herz dazu, war wirklich so ein klassisches Reselling. Also ich habe, das ist schon so 12, 13, 14 Jahre her, habe ich wirklich bei eBay tagelang, also jetzt lacht mich bitte nicht aus, auf Abendkleider geboten, aber alles nur bis 2 Euro und alles Abendkleider, die so nicht gut dargestellt waren, also nicht gut fotografiert waren. Und ich war damals auch fotografisch tätig und habe die dann quasi in Szene gesetzt. Und habe die dann einfach wieder verkauft. Meistens zu den Zeiten, wo so Abi-Bälle waren oder wo so Festivitäten waren. Und einfach diese Tatsache aus dieser schlechten Präsentation und dieser besseren, manchmal sogar mit einem Model fotografiert und dann bei eBay reingesetzt. Also ich habe immer bis 2 Euro gekauft. Das klingt jetzt, man kriegt kaum welche, aber wenn man auf 2000 so eine Kleider bietet, hat man 50 gewonnen. Und wenn man die dann für 30, 40 Euro verkauft, dann hat man auch gut Geld gemacht. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich als Mann und nicht so Mode
ständig Abendkleider. Das war nicht mein Herzensbusiness. Es hat funktioniert, ja, aber hat mich dann nicht erfüllt. Man nennt ja auch diesen Side-Hustle AKA. Okay, für was steht Abendkleider-Arbitrage. Ja, so ungefähr. Aber das kann man eigentlich mit allem machen, sage ich mal. Also einfach diese, du musst gar nicht das Produkt selber aufwerten, aber wenn die Präsentation schon um einiges aufgewertet wird, weil man vielleicht eine gute Kamera oder vielleicht schon ein Fotostudio hat, das kann sich lohnen. Ist aber auch eine Fleißarbeit. Das ist wie das Zweite, was ich angefangen habe und dann nicht mehr weiter fortgeführt habe, ist wirklich dieses klassische MBA, also Merch bei Amazon oder über Spreadshirt T-Shirts zu machen, also wirklich Designs zu erstellen. Also ich bin wirklich ein kreativer Kopf, erstelle die auch super gern. Aber das ist dann, wenn du erfolgreich sein möchtest, musst du wirklich über eine lange Zeit regelmäßig täglich mehrere Designs machen. Und das ist dann eher so ein Akkorderfolg. Also da muss man richtig Fleiß, auch wenn man mal keine Lust hat. Und na, das mache ich nicht. Also ich habe jetzt einige bei Amazon und bei Spreadshirt und da kommt auch immer, das ist ja das Schöne, da kommt immer wieder noch Geld rein. Ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem ein dreistelliger Betrag im Jahr und ist auch ein Business für fleißige und kreative Köpfe. Also funktioniert auch. Mhm. Kann ich auch empfehlen. Und das Letzte, was ich in Angriff genommen habe, wo ich vielleicht nochmal dran rumfeile, ist wirklich, ich wohne ja hier auf dem Dorf und da ich viel im Homeoffice arbeite, ist mein Auto, das steht echt nur rum. Also ich fahre im Jahr 2000 Kilometer und es gibt echt Plattformen, wo man das Auto einstellt und wo es dann quasi, wenn es jemand braucht, geliehen wird. Und wenn man natürlich in einer Stadt wohnt, wie München, Berlin, Leipzig, dann ist das automatisiert über eine App, dann stellt man das Auto auf den Parkplatz, das wird geliehen hin und her und dann läuft nur das Geld rein. Also jetzt mal übertrieben gesprochen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine gute Idee, aber hier auf dem Dorf ist es halt von der Frequenz nicht so gut, weil man muss erstmal auf das Dorf kommen, um sich das Auto auszuleihen. Und wenn man hier hinkommt, braucht man sowieso schon ein Auto. Also es passt nicht ganz so, der Side-Hustle. Mhm. Aber werde ich nochmal in Angriff nehmen. Das sind ja Side-Hustles, die ja nicht an sich ja auch erfolgversprechend sind. Also jetzt, du hast ja diese Side-Hustles, die ja nicht angefangen und aufgehört, weil die keinen Erfolg brachten, sondern weil die sehr zeitintensiv waren. Und okay, beim letzten Beispiel mit dem Auto ist klar, wenn du auf dem Land lebst, dann wirst du wahrscheinlich nicht die so hochfrequent gebucht, als wenn du in der Stadt leben würdest. Aber diese Ideen, wahrscheinlich jetzt wie T-Shirt-Verkauf oder eBay, weil ich fand die Idee wirklich sehr, sehr gut. Abendkleider-Arbitrage, wirklich. Also vor allen Dingen was zu nehmen, was vielleicht nicht so gut dargestellt ist, aber es ist sehr zeitintensiv. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dann musst du so wahrscheinlich auch all-in gehen bei diesen Ideen. Die kannst du wahrscheinlich nicht so nebenher machen. Also ja, das sind vor allen Dingen, wenn du dann, ich weiß ja von erfolgreichen T-Shirt-Verkäufern, die bei Merch bei Amazon ihre T-Shirts verkaufen, die haben zum Teil über 1000, also knapp im fünfstelligen Bereich Designs eingestellt, ne, um dann halt davon leben zu können. Und das macht man nicht über Nacht. Nee, also bei den Side-Hustles, gerade bei T-Shirts, musst du, ich sag mal, zeittechnisch all-in gehen. Also da musst du viel deiner Zeit opfern, sage ich mal. Und das ist so ein Credo, was ich für mich, ich sag mal, beschlossen habe nach meinen Erfahrungen, dass ich wirklich nur die Dinge mache, die Spaß machen und nur so viel, wie ich möchte, damit, meine frugale finanzielle Freiheit nicht wirklich dann eine andere Art von Hamsterrad wird, sage ich mal. Mhm, Ja, das ist sehr interessant. Du hast im Vorgespräch gesagt, das fand ich sehr interessant, wenn man jetzt mal so sagt, die ganzen Side-Hustles, die du hast, sind wie so ein Korb, ja, also wie so ein Portfolio, sage ich mal. Beim Investieren ist es ja völlig normal, dass man so diversifiziert. Dass das Schöne ist, dass es so Zeiten gibt, da läuft der eine Side-Hustle richtig gut und dafür kränkelt ein anderer ein bisschen. Dass sich das aber irgendwie über die Zeit dann so schön ausbalanciert. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Ja, das ist im Grunde genommen eine verrückte Erfahrung, weil wenn du so verschiedene Sachen machst, es kommt immer mal der Monat, wo du dann zum Beispiel beim Bloggen über Affiliate, aus welchem Grund auch immer, weil es vielleicht im Sommer ist, nicht so viele Einnahmen hast. Und da hast du einen Monat, da brechen die komplett weg. Und ich weiß nicht, ob das Murphys Gesetz ist oder irgendein Karma. Meistens ist es dann in den Monaten, dass irgendein anderer von den Side-Hustles umso besser läuft. Also ich will nicht sagen, dass es 100% ausgleichen, aber das ist wie wenn du investierst bei Aktien oder ETFs, wenn du so ein bisschen diversifizierst, dann senkst du ja auch das Risiko, dass wenn es mal nicht läuft,
ja, dass du dann, ich sag mal, ohne Cashflow dastehst. Also die haben alle zusammen immer ein gewisses Grundrauschen, aber wer da, ich sag mal, am meisten rauscht in dem Monat, das ist immer verschrien. Klar, über den Winter hat man gerade alles, was so Affiliate ist oder was so im Selling-Bereich ist, hat man natürlich höhere Umsätze. Aber dann hat man manchmal auch vielleicht ein gutes Beispiel, was gegenläufig ist. Über meine Webseite habe ich lange Zeit, ich sag mal, Tipps und Tricks gegeben, auch wie man aus den Schulden kommt. Und eine Möglichkeit war auch zum Beispiel eine Schuldenzusammenfassung oder so eine Umschuldung oder das zusammenzumachen. Und das ging dann auch über ein Affiliate. Und dann hat man im Winter, hat man dann eher die Verkäufe. Und dann hat man im Frühjahr sehr oft die Menschen gehabt, die vielleicht nicht mehr ganz so viel Geld hatten oder wirklich in den Schulden waren. Und denen konnte dann so geholfen werden. Und dann hat man darüber wieder Geld verdient. Das fasst so richtig schön ineinander. Und im Sommer verkaufst du halt mehr T-Shirts im Frühjahr als dann vielleicht im Herbst. Und ja, alles zusammen ist dann wirklich eine gute Diversifikation. Und ja, das ist dann, also bis jetzt hat es immer funktioniert. Toi, toi, toi. Was ist denn bei dir, also ich musste, als ich dich kennengelernt habe, musste ich sofort an den Vincent denken von Freaky Finance, der ja auch so jemand ist, der, man hat das Gefühl, der alles schon mal ausprobiert hat. So. Und das scheint ja bei dir auch so der Fall zu sein. Was ist denn das für eine Mentalität? Wie was denkst, treibt dich an? Ja, wie denkst du anders als die Mehrheit, dass du diesen Impulsen immer nachgibst? Das würde mich interessieren. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wenn ich so ein bisschen zurückspule, wenn du mit solchen verrückten Sachen mal anfängst oder wenn du alles Mögliche probierst, dann gibt es auch viele Menschen, nicht bösartig, aber die zeigen dir so ein Vogel, Mensch, da ist er der Verrückte und er probiert wieder was aus und so weiter. Und es gibt ja auch Sachen, die nicht funktionieren, aber im Grunde genommen ist es ja das, ich behaupte jetzt einfach mal, was in jedem von uns drin steckt, so ein bisschen diese dieses Erforschen, dieses Kennenlernen, was halt, ich sag mal, im Alltag vielleicht zeitbedingt oder vielleicht durch gesellschaftliche Konventionen eingeschränkt nicht so ausgelebt wird. Und ich lebe das einfach dann aus und versuche, wenn ich eine Idee habe, die einfach wenigstens mal umsetzen, wenn sie sich gut anfühlt. Also das ist wichtig, die soll sich gut anfühlen. Und es ist jetzt nicht immer primär, dass diese Idee gleich diese typische wäre ich sofort reich Idee ist, weil es muss nicht immer sein, es muss am Anfang erstmal Spaß machen. Und ich glaube, weil ich kenne den Vincent auch, hatten auch schon immer ein Interview, ich glaube, dieses überall ausprobieren, das ist so eine Art, ja, erwachsenes Kind oder Kind im Erwachsenen, ohne Angst zu haben, irgendwas zu verlieren. Das ist sehr interessant. Wie wird das denn eigentlich bei deinen Freunden so wahrgenommen? Ich meine, du hast ja gerade erzählt, auch der Christian macht schon wieder was Neues. Bist du als der Daniel Düsentrieb in deinem Bekanntenkreis verschrieben. Also, jetzt übertreibt man nicht, also eher so ein bisschen verrückt. Also es ist sehr, eigentlich sehr seltsam, weil am Anfang, wenn man so verrückte Sachen macht, die so gewöhnlich sind, dann, ach ja, ist so eine Idee und lassen wir machen. Aber wenn es dann so, ich sag mal, erfolgreicher wird oder gerade wenn es... ja, dann wird es interessant. Ne? Ja, dann wird es interessant. Dann wird auch mal gefragt, wie machst du das? Und dann helfe ich auch super gerne. Ich habe schon so viele angesteckt, auch in Richtung Online-Business oder Side-Hustle. Und wenn du dann wirklich so weit bist, dass du sagst, pass auf, ich bin jetzt nicht reich, aber ich kann von den verrückten Sachen, die ich immer mal ausprobiere und mache, jetzt leben und muss nicht mehr auf Arbeit gehen, dann ist es natürlich interessant. Und dann, wie hast du es gemacht? Und dann kann man natürlich die Expertise auch weitergeben. Das mache ich ja super gerne, weil ich sage mal so schön, ich bin ja der Mann von nebenan. Ich mache ja nichts, was keiner kann. Also im Grunde genommen, das, was ich mache, kann jeder machen, wenn er halt sich so ein bisschen die Zeit oder so das Herz dazu nimmt. Also es ist nichts Besonderes eigentlich, was ich mache. War das ein Slogan jetzt gerade? Ich bin der Mann von nebenan. Ich mache nichts, was ich nicht kann. Also die zweite Hälfte war jetzt spontan, die erste Hälfte sage ich immer gerne auch im YouTube-Kanal, weil es gerade, wenn es ums Investieren geht, wenn du dann sagst, nach so vielen Jahren habe ich so viel zusammengespart oder so einen passiven Cashflow, dann wird immer gestaunt und dann sage ich, ich komme aus dem Niedriglohnbereich, ich habe mich an ein paar Regeln gehalten, ich habe ein bisschen Herz und Spaß gehabt und das, was ich kann, kann jeder. Also wer das nicht kann, also weiß ich auch nicht. Also eine Sache möchte ich jetzt nochmal unterstreichen oder fand ich jetzt interessant zu hören von dir, dass du gesagt hast, es ist dieser Spieltrieb auch, der dich dazu bringt, immer wieder Sachen auszuprobieren. Das finde ich eigentlich einen neuen Aspekt, Ruben, da können wir vielleicht auch mal eine Episode zu machen, weil das haben wir irgendwie noch nicht so beleuchtet. Und das andere ist ja dieses Scham-Element. Ne? Der Spieltrieb wird, glaube ich, bei vielen doch blockiert durch dieses Schamgefühl. Also was denken die Nachbarn?
wenn ich jetzt, kann ich das aushalten, als der verrückte Vogel sozusagen zu gelten? Ja. Oder sage ich dann, dann unterwerfe ich mich doch lieber den Konventionen, halt den Ball flach und mach halt die Sachen nicht, die ich eigentlich machen möchte. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es diese Kombination aus diesem Spieltrieb zu spüren und nachzugehen und sich dann aber nicht blockieren zu lassen von den Meinungen anderer sozusagen, oder? Ja, also so ein bisschen Selbstbewusstsein, was man über die Jahre so dazulernen, gehört auf jeden Fall dazu. Also das, ja, das stimmt. Und ja, ich sag mal, ab einem gewissen Punkt oder mit gewissen Lebensereignissen, also ich sag mal, war jetzt nicht nur meine Erkrankung, aber da werden dann andere Sachen egal. Und wenn man dann erstmal über diese Schwelle hinweg ist, wo man sagt, was die anderen sagen, ist mir egal, das ist nicht negativ gemeint, aber viele richten sich zu sehr nach der Meinung, erstmal machen, gucken. Und ja, wenn man da über diese Schwelle drüber weg ist, dann ist es natürlich um einiges leichter. Also ich glaube, viele bleiben dann hängen, weil sie Angst haben, dass andere jetzt nicht mehr so positiv denken oder das erstmal für ungewöhnlich empfinden. Obwohl man keinen Menschen was zuleide tut. Im Gegenteil, mit dem, was ich jetzt mache, mit den Einnahmen, die ich kriege, kann ich jemand anderes noch zum Essen einladen. Also es ist immer was Cooles dann hinten raus. Super. Was würdest du denn grundsätzlich sagen, sind die, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zurückgehen, 9 to 5, ja, normaler Job und Nebeneinkommen? Was, wenn du das so vergleichen würdest, was würdest du sagen, sind die Vorteile von Nebeneinkommen im Vergleich zu einem 9 to 5? Also wenn man, ich sag mal, so ein Nebeneinkommen oder ich sag mal, so ein eigenes Einkommen auf die Beine stellt, hat man natürlich, ich sag mal, den Vorteil, das kann aber auch ein Nachteil sein, dass je mehr man macht und je besser man etwas macht, desto mehr kann man verdienen. Ich sag mal, beim normalen Job ist es ja dann meistens gedeckelt mit einem Grundlohn oder mit einem Gehalt und vielleicht noch einem Boni oder ein Urlaubsgeld. Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, total frei drehen würde und den ganzen Tag hasseln würde, dann würde ich natürlich auch deutlich mehr verdienen, sage ich jetzt mal. Das ist was richtig Cooles. Und man hat den Vorteil oder den Nachteil, das kann man auch nur so sehen, also es ist immer so, kann man so abwägen, man ist halt hundertprozentig selbst verantwortlich für das, was man tut. Also das ist, aus meiner Sicht ist das ein Vorteil, weil ja, nur so kann ich, sagen mal, erfolgreicher werden. Ist aber auch ein Nachteil, ich kann jetzt nicht sagen, der oder die ist schuld, weil ja, alles, was ich tue, landet dann in meiner Ergebnisliste. Mhm. Und ja, was natürlich auch gut ist, das fällt mir jetzt in den letzten, ich sag mal, Monaten immer wieder auf, ist, man lernt dann so ein bisschen als privater Unternehmer zu denken. Also das, was man privat macht, wird dann auch so ein bisschen mit einem Unternehmer-Mindset betrachtet. Also so, wie ist das mit dem Geld? Wie ist das mit der Effizienz? Wie ist das mit der Zeiteinteilung? Wie ist das Geld versus Leben? Also man entwickelt sich da persönlich auch ein bisschen weiter, wenn man dann auf die eigenen Beine springt oder steht, weil man auch dazu gezwungen wird, muss ich ehrlich sagen. Kannst du mal ein Beispiel dafür liefern? Sorry, warum? Für die Weiterentwicklung? Oder? Nee, du hast gesagt, du hast in den letzten Monaten so entdeckt, dass du auch im Privaten unternehmerisch denkst. Kannst du mal ein Beispiel liefern, an dem du das festmachen kannst? Na klar, ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Also früher habe ich ganz einfach, also im Angestelltenverhältnis wusste ich, es kommt mein Lohn und Gehalt rein und meine Nebeneinkünfte. Und da habe ich gedacht, das wird schon reichen. Jetzt ist es ja so, jetzt kommt der Lohn und Gehalt nicht mehr rein und jetzt habe ich so eine grobe Planung und es ist jetzt wirklich so, dass ich zum Beispiel auch für das nächste Jahr schon durchgeplant habe, welche Einkommensquelle, also welcher Zeithassel bringt ungefähr was ein, was brauche ich an Geld zum Leben, was brauche ich an Geld, um vielleicht in Urlaub zu fahren. Und im Grunde genommen habe ich dann so eine Art, also für dieses Jahr, für 2022 war es noch ein bisschen einfach, aber für nächstes Jahr ist es dann schon, ja, es haben vielleicht manche kleine Unternehmen als Budget für das Jahr. Und dann kann ich eben gucken, wo liege ich, wie ist es mit den Einnahmen, Ausgaben, wie ist es mit den Kontoständen. Und das hat sich zwar selbst entwickelt, aber wenn ich das jetzt rückbezüglich betrachte, ist es so, wie als würde man ja ein Unternehmen führen, sag ich mal. Bloß ist es halt aufs eigene Leben betrachtet. Ich frage mich gerade, ob der Begriff Nebeneinkommen überhaupt noch passt. Weil das sind ja Einkommensströme, die du ja produziert hast. Und Nebeneinkommen ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, man macht es so nebenher, nebenbei. Ja. Nur diese Nebeneinkommen, die damals noch Nebeneinkommen waren, neben deinem Hauptjob, sind ja jetzt Brot- und Buttergeschäft. Das ist das, was dich ja mehr oder weniger, das ist ja eine Unternehmung, aber diversifiziert. Also so gesehen frage ich mich gerade, kann man sowas noch mit Nebeneinkommen titulieren?
Also ich würde sagen, ja, weil doch noch ein großer, beträchtlicher Teil wirklich aus den Investitionen, Pachten und Mieten kommt. Also es ist, ja mal, Verhältnis ist vielleicht so 50-50, jetzt mal ganz aus grob aus dem Bauch geschossen. Aber ich sag mal so, wenn du 5 Nebeneinkommen hast, dann sind die doch vielleicht auch so viel wert wie ein ganzes Einkommen, sage ich einfach mal. Also es wird immer oft geschmunzelt, also was ist geschmunzelt, aber so wenn ich sage, da kriege ich ein paar Euro, da kriege ich ein paar Euro und da sagt dann jeder und ich selber auch für mich, ja, das ist nicht viel. Aber wenn man dann diese alle zusammennimmt und dann diese Endsumme sieht und es vielleicht im Winter mal richtig gut läuft, dann sagt man, oh mein Gott, das ist ja mehr, als ich damals verdient habe. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Also ich denke mal, ab einer gewissen Anzahl von Nebeneinkommen kann man die in einen Cluster bündeln und kann sagen, das ist mein Haupteinkommen. Mhm. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, sehr, definitiv. Sehr, sehr interessant, dieses Bild auch, so, dass so als ja, so kleine Bächlein, die dann irgendwann zu einem Bach werden und letztlich zu einem ganzen ja, Geldstrom, der dann ausreicht, um Leben zu finanzieren. Ich meine, allein die Tatsache, dass du 50% deines Lebens über Side-Hustles finanzieren kannst, finde ich einfach schon unglaublich. Also finde ich wirklich richtig erstaunlich. Und wenn man dann noch bedenkt, dass du ja viele wahrscheinlich der anderen 50%, die ja auch teilweise über Side-Hustles erarbeitet hast, ja, also wenn du Kapital angespart hast, dass du dann in Dividendenaktien gesteckt hast, ist das zwar jetzt ein passiver Einkommensstrom, aber letztlich ist er ja auch irgendwann mal über einen Side-Hustle erarbeitet worden. Das ist ja wirklich, also Respekt, wirklich eine tolle Leistung. Danke. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern, die ja, noch so ein bisschen mit sich hadern oder die vielleicht noch dieses Schamgefühl auch haben, von dem du eben gesprochen hast oder diesem Spieltrieb noch nicht so richtig nachgehen können, vielleicht einen Tipp geben oder eine Idee geben, wie man den Einstieg so schaffen kann. Also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man sich ein, sag mal, Side-Hustle raussucht oder ein Nebeneinkommen, wo man am Anfang keine oder eine geringe Investition hat, also wo man kein Geld verliert, kann man es ja immer probieren. Man kann ja nichts verlieren. Also das ist immer so mein Motto, wenn du da, ich sag mal, vielleicht T-Shirts kreieren oder einen Blog machen, das kostet ja nichts und auf jeden Fall probieren. Und was ich auch gemerkt habe, ist, das wurde mir immer gesagt, wo ich dann, ich sag mal, nebenbei, wo ich Oma gepflegt habe und nebenbei so ein bisschen gebloggt habe und ich sag mal, noch nicht so mit der Absicht, irgendwann mal komplett frei zu sein, wurde immer gesagt, Mensch, so viel Zeit habe ich gar nicht und das kann ich mir nicht. Und es ist immer so dieser Faktor Zeit, der dann immer gesagt wird, Mensch, komme ich nicht. Dann wurde oft gesagt, Mensch, du bist ja jetzt nicht verheiratet und hast keine Kinder, du hast ja die Zeit, aber im Endeffekt, was habe ich gemacht? Damals zum Beispiel, wo ich Oma gepflegt habe, war es so, Oma, ich hoffe, das darf ich jetzt so als Werbung sagen oder so, aber Oma hat immer gerne gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Mhm. Und ihr war es immer lieb, dass ich dann abends mit dabei saß, dann hat sie ihre Tagesgeschichten erzählt und ich habe zugehört. Also sie hat zwar immer jeden Tag, nicht böse gemeint, aber immer das Gleiche oder Ähnliches erzählt. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, pass auf, dann sitzt sie neben Oma fühlt sich gut. Und da habe ich mich die halbe Stunde hingesetzt und habe an der halben Stunde den Laptop mitgenommen und habe da ein bisschen geblockt. Das fand sie richtig toll. Und wenn du natürlich eine Oma hast, die jeden Tag in der Woche gute Zeiten guckt und das über Jahre lang und du jeden Tag diese halbe Stunde Zeit dir nimmst, also es war noch ein bisschen mehr drumherum, aber es wird oft unterschätzt, ich sag mal, wenn man sich eine halbe Stunde jeden Tag mit einem Business, mit einer Idee beschäftigt, wie viel das über eine gewisse Zeit doch zusammenbringt. Und dann hat man nach 2-3 Monaten und sagt, Mensch, ich habe doch was geschafft. Dann ist dieser Berg gar nicht so groß, sag ich mal. Das ist... Ja, also das ist ein Tipp. Und was ich dann irgendwann mal auch gelernt habe, ist, wenn du so tote Zeiten hast, also keine Ahnung, auf Behörden, wo du warten musst oder wenn du mit dem Zug fährst, es gibt bei mir keine toten Zeiten, wo ich nicht irgendwas im Kopf habe oder was am Laptop mache oder wie auch immer. Also so eine toten Zeiten ist nicht. Und sag mal, alles, was so in Richtung, das ist vielleicht auch ein Tipp, alles, was in Richtung Social Media geht, also Instagram, TikTok und Co., wenn man das jeden Tag mal ein bisschen eingrenzt und dann, ich sag mal, auf der anderen Seite arbeitet, also an seinem Business oder an seine Ideen oder an seine Vision, ja, mal 365 Mal eine Viertelstunde macht echt viel. Ja, also das ist mein Tipp. Und ja, wie beim Geld, Kleinvieh macht auch Mist. Und das gilt auch für die Zeit. Ja, super Schlusswort. Also vielen Dank, das ist wirklich inspirierend. Wir hatten das irgendwann mal in einer Episode so genannt, wenn du Probleme hast mit der Zahnpflege und du möchtest die Zahnseide, also du irgendwie, alle Ärzte sagen dir, Zahnärzte sagen dir, nutzt Zahnseide und du machst es irgendwie nicht, dann habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, fang mit einem Zahn an.
du musst nicht den ganzen Mund machen, nur einen Zahn, ja. Und dann fängt man mit einem Zahn an und dann ist einem irgendwann peinlich, dass man nur einen Zahn schafft und dann macht man wahrscheinlich den ganzen Mund. Aber es ist eben genau, was du gesagt hast, diese erste Schwelle zu überwinden und ins Tun zu kommen. Und dann auch dieses Vertrauen da rein, dass diese halbe Stunde vorm Laptop, ist echt eine schöne Anekdote auch, dass die nachher auch was abwirft, ja, und dass das eben keine vergeudete Zeit ist. Und ja, und das Verrückte ist dann, wenn man das erstmal angefangen hat, so in diesen, ich nenne es mal das Prinzip der kleinen Schritte, also wirklich immer so mit kleinen Schritten, dann kommt irgendwann mal so die ersten Erfolgserlebnisse, wo Spaß macht, und dann macht man es auf einmal sogar mehr, aber dann so aus dem Herz oder aus der Passion heraus. Also nicht, weil man muss, sondern weil man jetzt was erreicht hat und dann ist das wie so ein kleiner Schneeball, dann rollt das ein bisschen schneller und dann ist man auf einmal noch schneller unterwegs. Also dieser Anfang und diese, ich sag mal, Gewohnheit sind echt wichtig. Das ist richtig, wenn du einmal in Bewegung kommst, Momentum erreichst, aber das setzt voraus, dass man sich bewegt und den ersten Schritt macht oder, wie du so, wie auch gesagt, aus dem Quark kommst und dann auch einmal mal, wie soll ich sagen, den Erfolg auch mal zulässt. Der passiert ja nur, indem du was machst, indem du in Aktion trittst. Ja. Mir ist mal bei dieser Geschichte gerade eingefallen, und je älter man wird, vielleicht reicht auch dann nur der eine Zahn mit der Zahnseite. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt von dir und unseren Zuhörern an dieser Stelle. Wir sind jetzt fast bei 50 Minuten, war ein sehr, sehr interessantes Interview. Vielen Dank für deine für die Zeit und die Einblicke, die du uns gegeben hast in dein Leben und auch in die privaten Sachen. Ist ja auch immer mutig, über sowas so offen zu sprechen. Also auch dafür vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, super gerne. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für deine Zeit. Ciao, ciao. Ciao.